Milev Präsident, lev Kolleginnen und Kollegen, Fruns und Mannslüt auf der Tribüne. Viel Jahr ist das all her, dass ich hier in Saal mal so schön as hüt Plattit hört hab. Damals stehe ich hier an Pult, mein ehemaliger Kollege Wolfgang Börnsen und den nördlichsten Wahlkreis von Deutschland an der Grenze zu den Dänisch-Norwes-Lüt. Ich habe noch das Bild, und das ist ja nur ein paar Mal anschnackt worden, auch von den Gesichtern von uns Schriebers-Lüt hier im Parlament vor Augen. Aber wie wird das Skript, das ganz zur Beruhigung von Joal, wird wie vorher abgeben? Und ich glaube, sie schrieb da so Lüppeten, bla, 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 weil sie das, glaube ich, gar nicht verstaut, was hier am Pult schnackt war. Vielleicht fragt auch der ein oder andere, habt ihr da am Deutschen Bundestag nichts anderes zu tun? Und vielleicht habt ihr sogar recht. Aber wenn ich an so manch andere Debatten durchdenken, do, was da so an andere Themen, wenn ich ein rümbraselt und gesabbelt wird, und manchmal ist auch ein Bart und Tüch mit Bi, dann ist das wohl gar nicht verkehrt, an ein Sprach zu erinnern, die sie denkt ein Hundert Neng und nennt dich als Kulturerbe in der Schutzsteit. Plattdütsch ist der einzige von 20, die als Regionalsprach anerkannt ist. Ich bin ein echter Holsteiner Jung, mein Heimat liegt an der Ostsee und dort giftet so smucke Ostseebäder als Timmt über Strand, Scharbeutz, Gröms, Hilligenhorn, Wittenhüser Strand und ich selbst wohne auf die Insel Fehmarn. Wir haben eine wunderbare Landschaft in uns Holsteiner Schweiz, im Malente bis hin zu uns Kreis- und Rosenstadt Eutin. Dort in der Kreisverwaltung giftet der ein oder andere Amtsstuf. Dort steht an der Tür, ich schnack platt. Auch uns Kreispräsident und Landrat gibt sich bannig Möbi die Traditionsverbände platt zu schnacken. Und damit das Bede flutscht, hätte der Kreis sogar ein Plattdütsch beobachten. Heiner Evers, er ist ein ganz großer Verfechter für die plattdütsche Sprache. Und wenn die Schrievers und der ein oder andere hier in Saal nicht alles verstaut, dann habt ihr in das World Wide Web die Sied platt verplitsche. Dort gibt es sogar ein Wörbuch und Sie könnt alles wunderbar nachlesen und übersetzen. Meine Damen und Herren, wie nehmt das ernst mit dem Pflege, aber das ist auch ein Grot Ackerwas. Wie hält das so schön ob Hochdeutsch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Schall heiten, wie mit wie die Kinder anfangen. Auch das geht an manch Schul ganz gut. Und mit der Lern von Plattdütsch Leder und Gedichte, aber auch mit Plattdütsch Theater. Die Lütten hebt doch wie meist in bannig Vergnügen. Plägt, wat Plattdütsch auch in de Schüttenvereinen und in de Gillen, davon hef ich in meinen Heimatwahlkreis in ganzen Bach. Ich kann ja gar nicht all abtellen, aber anfangen über die Bürgerkompanie von Fehmarn von 1404, denk dich, da bin ich Hauptmann. Gift hat viele ole Gillen. Man meist, die hat sich damals in eine Tiet in Obdracht gegeben, sich untereinander zu verteidigen, erst damals noch Schergen und düstere Gestalten durch die Lande trocken, um den einen oder anderen zu beklauen. Gillen und Bruderschaften würden gründen, damit der ein für den anderen insteigt. Das ist nicht old und konservativ, das ist hochmodern. Ein für den anderen instaun. Heimat, Sprach, Kultur und Tradition bewohren. Das ist nicht old, das ist man hochaktuell. Junge Gillbrüder und Schwestern, lebt das und Biesbill in Grotbürgergill von Hilligenhorn, in der Groteutine Schüttengill, in der Niestädter Gill, in der Grömser Bürgergill und auch in der Ölstgill von ganz Deutschland. In Oldenburg wie die St. Johannes, Don und Schüttengill von 1192. Ich nutze mal die Gelegenheit in hartlichen Glückwunschgeit hüt und den Deutschen Bundestag an der Oldenburger Gill, die in dit Jahr ihr 825. Jubiläum feiern wird. Ich freue mich all, ob den Kommerz, ob den Umzug durch die ganze Stadt, ob der bunte Trieben in den Zeltgemeinschaften und wenn wir wieder wie in all den anderen Jahren, ob den Vogel schäken wart. Ob dessen wart nicht schocken, Herr Präsident? Wenn wir alte Hope in Sprach nicht starven lassen würden, gibt das viel zu tun.
An all meinen Landslüt in Rehm, Hamburg, Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Mecklenburg-Vorpommern und auch in der nördliche Nordrhein-Westfalen sech ich, liebe Lüt, schnackt mal wieder platt. Und uns Radiosender vom Norddeutschen Rundfunk sech ich, das muss viel mehr plattdeutsche Sendungen geben, als nur hör mal ein Bettentow. Sie all habt mir ein Bettentow gehört. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank ebenso, lieber Kollege Gedehns. Und jetzt hat zum Abschluss in dieser Aussprache die Kollegin Maria Michalk für die Fraktion von CDU und CSU das Wort.